Willkommen zum neuen Messer-Review. Ich hoffe, euch hat der Vorspann genauso viel Spaß gemacht wie mir, denn mir hat es gut geschmeckt. Tomatenbrot, mein Lieblingsbrot. Willkommen zum neuen Messer-Review. Heute das Reek. Reek, die heißen wirklich Reek. Nicht Ruike oder Ricky oder weiß ja gar was. Die heißen Reek. P108, Entschuldigung, noch ein bisschen nass. P138W. Kryptologisch da unten, was auch immer das ist. Wir sehen hier schon mal 14C28N, da muss man wirklich genau hingucken. 14C28N Stahl, gehärtet auf 59 bis 60 Rockwell. Das ist die Schärfe nach über einer Woche Nutzung bei mir. So. Reek-Messer sind, wie soll ich das sagen? Das sind keine Überraschungseier. Ja? Das ist nie was Süßes, was Spannendes und was zum Spielen. Denn zwar zum Spielen ist das schon und spannend ist das auch, ne? Aber man erlebt da keine Überraschung, schon gar keine negative. Na, ich habe ja jetzt einige Reek-Messer und die sind alle durch die Bank top. Da war nicht ein Messer dabei, was sich jemals bei mir verabschiedet hätte, was kaputt gegangen wäre oder wo die Hardware nicht tiptop verarbeitet gewesen wäre. Ja. Man sagt, es wäre in China vom selben Band gefallen wie Sanremo oder Ganzo. Aber so ganz so glaube ich das nicht. Denn irgendwie ist das ein ganz anderer Schlagmesser. Wir sehen hier, ist zwar leicht matt, aber doch irgendwie. Es nimmt Fingertouchen gerne an, das macht aber nichts. Aber das ist ja ein Arbeitsmesser, ja? Also ein Arbeitstier. Nichts, was man so zum Jackett oder Abenddress tragen könnte. Das ist ein echter Worker. Ich habe zwar früher gesagt, Tanto ist nicht so meins, aber irgendwie, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Also nochmal, 14C28N Stahl gehört auf 59 bis 60 Rockwell. Wir haben hier eine Klingenlänge von 90 mm, Klingenstärke von 3,5 mm, eine Gesamtlänge von 221 mm und im geschlossenen Zustand 131 mm und der Griff ist G10. Gucken wir nach einer Woche Arbeit uns mal den Klingenstand an. Das würde ich sagen, ist absolut vertretbar. Vor allen Dingen, da ich damit spiele, als wenn ich nichts anderes mehr hätte. Ja. Und wie gesagt, ist auf der Arbeit auch benutze. Muss ich. Habe mich manchmal gar keine andere Wahl. G10 Griffschalen. Ich habe mir extra das Modell in Desert 10 ausgesucht. Das hat mir besser gefallen als das Schwarz. Da hätte ich mich genötigt gefühlt, diesen, naja, nicht so ganz Deep Carry Pocket Clip. Entschuldigung, Markus. Wenn ich jetzt, Achtung, der Pocket Clip ist ganz schön stramm. So viel guckt da aus der Hose raus. Also das ist das einzige Manko, ist, dass das halt so weit rausguckt. Ansonsten sehe ich hier an dem Messer nichts, was mich irgendwie stören könnte oder würde. Ich weiß auch nicht warum. Man macht unheimlich einen Spielspaß, damit rum zu flippen. Wir haben hier, mal gucken, ob man das so sehen kann. Wir haben hier noch diesen Safety Lock. Ich glaube, Safety Lock heißt das.
Ne? Das heißt, wenn dieser Safety Lock aktiviert ist, lässt sich der Liner Lock nicht mehr betätigen. Das ist also ein weiteres Sicherheitsfeature. Nichts anderes. Ja? Also es ist nicht so, als würde man sich seitens Reek da ein bisschen ängstigen um einen vielleicht zu schwachen Lock, weil das stimmt nämlich nicht. Der steht hier im ersten Drittel. Dennoch, zack, da passiert gar nichts. Und da kann auch dieser blöde, wie heißt er nochmal? Spinewag, der kann da gar nichts. Zum Beispiel ein Spinewag-Test für sehr unsinnig halte, denn ich benutze ein Messer so und nicht so. Alles klar? Das darf ja mal gesagt werden. Fit and Finish. Ich weiß, das wird jetzt einige Leute ärgern, weil wir sind ja auf dem deutschen Kanal, aber hey, die Messer-Community ist nochmal eine internationale und das heißt ja auch Waldläufer oder Bushcraft. Ne, obwohl Bushcraft ja falsch gesagt ist, heißt ja eigentlich Woodcraft. Aber Bushcraft ist okay. Für die Leute, die halt sagen, Fit and Finish, bah, das ist amerikanisiertes Deutsch oder gedenglichtes Deutsch, das ist mir auch egal. Dieses Messer hier ist vom Fit and Finish. Top. Preis könnte ich euch jetzt mal gerade eben so nicht nennen. Ich hatte das direkt bestellt, über PayPal bezahlt, zacki zack. Und nicht so auf den Preis geguckt, weil mich das so begeistert. Ich habe das zuerst auf dem Kanal vom Cutlery Lover gesehen und war so hin und weg, dass ich es haben musste. Und hätte mich das auch 100 Euro kosten können. Das wäre mir auch Latte gewesen. Aber ich glaube, das kostet so zwischen 50 und 60 Euro irgendwie. Ich müsste mal meinen PayPal befragen. Ja, also bei dem Messer war es mir das echt 10-mal wert. Und ich sage nochmal, ja, 14C28N, ja, der Standard Gentleman Taschenmesser, Stahl aus, nicht aus Frankreich, aber der gerne in Frankreich benutzt wird, ist der 12C27 und hier haben wir eine bessere Version. Zack. Und das zu einem sehr bezahlbaren Preis. Tipptopp ordentliche Verarbeitung. Wow. Also da finde ich überhaupt nichts zu meckern. Oh, und ich könnte den ganzen Tag hier stehen, Tomatenbrote machen und spielen. Aber wir müssen ja zwischendurch auch mal arbeiten. Können nicht immer nur den ganzen Tag Videos drehen. So, das war mein Review über das Reek P138-W Intersat 10 oder 10 oder Wüste, Wüsten, Sand, wie auch immer man das nennen mag. Sei noch zu erwähnen, Traktion hier auf dem G10 ist mäßig, aber okay. Wir können nämlich hier überhaupt nicht abrutschen durch den Fingerguard oder den Flipper Fingerguard, die Kombination. Von daher macht das gar nichts. Hotspots spüre ich hier gar keine. Ja? Und wir haben hier ein tadelloses Taschenmesser. So, das war mein Review über das P138W. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss, Madiot, schwenkt der Hut. Tschüss ab und schwenkt die ab. Und macht euch Tomatenbrot. Lecker.